Sanctuario war nie für die Menschheit bestimmt. Die Welt wurde als Zuflucht vor dem Krieg zwischen den hohen Himmeln und den brennenden Höllen geschaffen. Doch stattdessen wurde sie nur zu einem weiteren Schauplatz dieses ewigen Konflikts. Ein Geheimbund namens Horadrim hat die Sterblichen beschützt. Doch nun ist dieser einst mächtige Orden nur noch ein Schatten seiner selbst. Und die uralten Schöpfer Sanctuarios sind zurückgekehrt, um die Herzen der Menschheit für sich zu beanspruchen. Dies ist die Geschichte ihres Niedergangs. Ich sollte mir eine bessere Zuflucht suchen, bevor ich erfriere.
Straße ist blockiert. Sie sollte wieder frei sein, wenn sich der Sturm gelegt hat. Eine weitere verlassene Stadt. Dämonen! Überall! Reißzähne in der Dunkelheit! Ah, er hat mich gebissen! Vorsicht! Er ist wild! Das kann ich hier nicht tun. Was geht es euch an? Oswin, seid still. Es tut mir leid, Wanderin. Ihr kommt zu einem schwierigen Zeitpunkt. Dieser Verrückte ist einfach in die Stadt getorkelt und hat Ärger vom Zaun gebrochen. Dämonen aus den Ruinen. Töten uns alle! Töten uns alle! Ruinen? Wovon redet er? Kommt, ich erkläre es euch. Etwas Böses regt sich in den Ruinen im Norden. Der arme Mönch dort muss hineingegangen sein. Selbst ein heiliger Mann wie er wurde von dem, was er sah, in den Wahnsinn getrieben. Ihr müsst euch da draußen schützen. Das Feuer sieht gut aus, aber ich sollte es noch im Auge behalten. Nicht, dass es ausgeht. Wenn Dev mir den ganzen Platz am Feuer besetzt, schubst ihn einfach. Wie bitte? Habt ihr etwas gesagt? Könnt ihr uns vor dem beschützen, was dort draußen lauert? Wir können uns an niemanden sonst wenden. Das Böse in diesen Ruinen ist ein Affront gegen die Natur. Ich werde die Dinge bereinigen. Wirklich? Oh, vielen Dank. Wenn Dev mir den ganzen Platz am Feuer besetzt, schubst ihn einfach. Ich bin noch nicht bereit.
noch nicht bereit. Thank you.
brauche mehr Geisteskraft. Geisteskraft. Ich bin noch nicht bereit. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Ich habe kaum noch Geisteskraft. Thank you.
habe keine Geisteskraft mehr. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche mehr Geisteskraft. Mehr Geisteskraft. Etwas warten. Ich brauche mehr Geisteskraft. Ich muss noch etwas warten. Geisteskraft mehr. Ich bin noch nicht bereit.
Ich habe keine Tränke. Ich habe kaum noch Geisteskraft. Seid zurück. Die alten Ruinen sind sicher. Eurem Dorf droht keine Gefahr mehr. Wirklich? Ha! Beim Licht! Ihr wurdet vom Himmel geschickt. Oh, es tut mir leid, aber wir haben kein Geld. Dafür haben wir heißen Eintopf, gute Gesellschaft und... Bleibt auf ein Getränk. Spült den Eintopf damit herunter. Es wäre uns eine Ehre, wenn ihr uns Gesellschaft leistet. Auf unsere Retterin. Mm-hmm.
Beim Blut der Mutter. Beim Körper der Mutter. So. Werdet ihr ihre Herrlichkeit bezeugen? Bevor ihr sterbt. Ist noch nicht so weit. Sie kommen! Das ganze verdammte Dorf! Aufstehen! Steh auf! Wir müssen uns den Weg freikämpfen! Da! Ergreift sie! Möge das Licht uns schützen! Verlorene Seelen! Ihr alle! Ich habe keine Geisteskraft mehr. Seid ihr gesegnet, wie wir? Das waren alle, wenn es das Licht so will. Wahnsinnig! Diese Ketzer haben mich betäubt, als ich von den Ruinen zurückkehrte. Genau wie euch. Ich kam wieder zu mir und floh. Ich versuchte, in die Kapelle zu gelangen, aber sie war verschlossen und... Welch Übel ist das? Blüten? Aus Blut? Sie müssen sie mir gegeben haben. Ein blasphemisches Ritual. Wie haben Sie davon erfahren? Vielleicht liegt die Antwort in der Kapelle. Sie haben sie aus einem guten Grund abgeschlossen. Diese Frau, die sie angeführt hat, könnte den Schlüssel haben. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Nur Feuer kann die Dunkelheit an diesem Ort läutern. Seht hinein, aber beeilt euch. Ich mache die Fackel bereit. Ich habe den Dorfpriester gesucht. Er hat keine Zehntabgaben mehr geschickt und ich wollte wissen, warum. Als ich mich dem Dorf näherte, spürte ich eine Dunkelheit rund um die Ruinen. Also sah ich nach. Ich fand die Leiche des Priesters. Dämonen. Dumm wie ich war, suchte ich Zuflucht in Nevesk und aß ihr Essen. Den Rest kennt ihr. Blutblüten. So wie die, die mir eingeflößt wurden. Ist das echt?
Ah, ihr seid zu euch gekommen. Dem Licht sei Dank. Ihr seid dort drin zusammengebrochen. Ich dachte, die Dunkelheit hätte... Ich habe euch... Was ist euch dort zugestoßen? Nennt sie nicht so. Sie ist ein Dämon, Lilith. Wenn sie hier ist... Er umgibt sich mit dunklem Wissen. Seid vorsichtig. Und betet, dass er... Solange ich in der Stadt bin.
kaum noch Geisteskraft.
Ich muss noch etwas warten. Ist hier jemand? Was versteckt ihr dort hinten? Wenn ihr in mein Haus eindringt und meine Sachen durchwühlt, dann habt wenigstens den Anstand, mit mir zu Abend zu speisen. Ich bin wirklich sehr hungrig. Eine unglaubliche Geschichte. Ich wünschte, sie wäre es nicht. Aber sie ist wahr. Warum hatte ich diese... Übel breitet sich aus. Ich habe keine Geisteskraft mehr. Thank you.
gedacht, all das selbst zu erblicken. Der Engel Inarius. Ihr habt die Kathedrale des Lichts doch sicherlich schon über ihren heiligen Vater schwadronieren hören. Nun, er ist echt. Ein Engel, und wenn er sie werden. Lasst uns nicht verweilen. Kyoroshat ist nicht mehr weit. Halt! Um die Stadt zu betreten, müsst ihr zuerst... Dafür bleibt uns keine Zeit. Wer Kyoroshat betreten will, muss ein Läuterungsritual durchlaufen. Eine bedeutungslose Geste, doch manche finden Trost darin. Wie könnt ihr es wagen? Lasst ihn passieren, Junge. Ich habe jahrelang versucht, Lorat zu dem Ritual zu überreden. Nun gut, aber die bleibt hier. Wir treffen uns drinnen. Nehmt ein Stück heiliges Zedernholz vom Schrein und schreibt die Sünde darauf, die auf euch lastet. Dann werft es in die Feuerschale. Wie das Feuer das Holz verbrennt, wird das Licht eure Sünde verbrennen. Gier. Gut. Ihr müsst das Gefühl haben, dass euch eine große Last von den Schultern genommen wurde. Ich muss noch etwas warten. Also, was habt ihr auf dieses Stück Holz geschrieben? Vielleicht etwas über Gier und Völlerei? Nun, ich glaube, es spielt keine große Rolle. Das kann ich hier nicht tun. Ich werde mich in die Trockensteppe begeben, um den Fallenmann aus eurer Vision zu suchen. Ich muss wissen, welche Rolle er bei all dem spielt. Doch während ich meinen Handel abschließe, müsst ihr noch etwas beschaffen, das mir gehört. Ein Händler im Zentrum der Stadt hat es. Sagt ihm einfach, dass ich euch geschickt habe. Opfern, Dämonen beschwören. Die Kathedrale liebt es, von ihm zu schwärmen, aber sie erwähnt. Es gab eine Prophezeiung, ja. Sie sagte den Aufstieg der großen Übel voraus. Inarius. Schartige Hufe, Senkrücken, trübe Augen. Der alte Mann hat also endlich beschlossen, es zurückzukaufen. Wie ich ihn kenne, hat er kein Geld erwähnt, oder? Etwas für die Kälte und Dunkelheit. Wartet. Der alte Mann hat mir ebenfalls das hier verkauft. Er sagte, er benötige es nicht mehr, aber ich glaube, er würde es trotzdem gerne wieder haben. Kostenlos.
Gut. Was habt ihr noch? Ich nehm's. Gutes Geschäft, bei Vaters Segen. Sich gut zerlegen. Eine gute Ausbeute. Ich habe Felle, Häute und Stahl. Gut, was habt ihr noch? Ich nehm's. Nun dann, sichere Reise.
Ich muss noch etwas warten. Die beste Rüstung in den Gipfeln. Unerwartet. Nicht schlecht. Ich bin noch nicht bereit. Ich muss noch etwas warten. Die beste Rüstung in den Gipfeln. Hab für euch drauf aufgepasst. Möge der Vater euch schützen. Bleibt wachsam. Ich muss noch etwas warten.